Herzlich willkommen zu WW2K16. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, hier sieht man gleich mal die Usos gegen die Jensens. Das wird unser nächster Kampf. Unsere Diskussion wird heute sein. Mein letztes Video, wer das vielleicht gemerkt hat schon, Stardust ist eine Transe, war der Titel und hat vielleicht gemerkt, oh, ja, am Anfang ist ein bisschen Musik und dann kommt irgendwann gar nichts mehr. Ja, da gab es technische Probleme und zwar habe ich alles wunderbar hochgeladen und etc. Und ja, was wollte ich dann? Hab geschaut, scheiße. Es ging nichts, wurde gesperrt für Deutschland und dann habe ich gedacht, okay, dann nehme ich halt das Stückchen da weg. Bin auf YouTube-Bearbeitung gegangen und habe mir gedacht, okay, jetzt stelle ich das da so um und so. Und was war? YouTube hat mir die ganze Audio am Arsch gemacht. Das ist zum Schluss gar nichts mehr da und ich auch nichts mehr machen konnte, weil, muss ich dazu gestehen, ich Idiot, die Datei schon gelöscht habe von meinem Computer, weil ich gedacht habe, dass alles klar ist, werde ich nicht mehr machen. Ich werde jetzt erstmal alles so stehen lassen, bis wirklich das YouTube-Video drauf ist. So wie dieses auch hier. Und ich hoffe, dass es auch wieder geht. Aber jetzt kriegst du mal auf Small J Uso. Ah ne, das ist glaube ich Jimmy. Und dein blöder Bruder bleibt da unten. Und es regt mich halt tierisch auf, diese Bearbeitung. Ich weiß nicht, unter euch und wer da sich so auskennt, so von wegen Bearbeiten mit Auto und so. Und dann hat man eine gewisse freie Auswahl von freien Beats, was YouTube auch bereitstellt. Aber ich finde die Bearbeitung richtig scheiße. Ich habe auch schon mal gelesen und einen Kommentar von anderen YouTubern, dass die Bearbeitung früher und auch YouTube früher viel besser war. Und nicht einfach dieses Sperren und klar, dieses Sperren von Videos einfach kacke finde. Also besonders für Länder, besonders in Deutschland, in dem Hauptland, wo man ist. So in anderen Ländern wäre es ja überhaupt kein Problem, aber ja, diese ganzen, dann hätten sie machen können, dass man für YouTube-Videos kein Geld einfach kriegt und fertig, aber es kann laufen. Jetzt mal zu Victor, der kriegt gleich mal aufs Maul von Jimmy und so. Nein, nicht wechseln. Ja, auf jeden Fall finde ich das ziemlich beschissen und dass ihr auch Bescheid wisst, warum das mit komisch war. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass es erstmal nicht mehr so passiert. Ich habe jetzt auch extra die Musik leiser gemacht und kann euch einfach nur empfehlen, Jimmy Uso ist der Sohn von WWE Legend Rikishi. Wie YouTuber, wenn ich vorhab, speichert eure Videos, löscht sie nicht bevor YouTube und guckt genau, welche Musik geschützt ist und welche Musik nicht geschützt ist. Um einfach die Peinlichkeit aus dem Weg zu gehen. Genau. Dann finde ich es richtig klasse, wie momentan meine Videos angeschaut werden, die Wiedergabezeit sprüht einfach vor Leben und es freut mich, dass meine Arbeit geschätzt wird und genau denen, die meine Videos immer anschauen, ein großes Dankeschön. Das macht mir auch sehr viel Spaß, das ist ein großes Hobby, auf jeden Fall ein sehr teures Hobby, das muss ich jetzt auch mal dazu noch sagen. Aber es macht Spaß, Let's Plays zu starten und ja, das Kommentieren klappt vielleicht nur 100%, bald merkt ihr das, aber ich glaube, ich werde reinkommen wie die anderen. Auch an Kronk hat man ganz klein angefangen. Und ja, kann man den Zwillingen einfach mal aufs Maul, dann ist alles gut. Und weil sie ja auch wahrnehmbar sind, bin ich auch mal ganz gespannt, seid ihr so politisch? Ich sag euch nur als Tipps euren jüngeren Zuschauern, die vielleicht noch nicht 18 sind und auch die Älteren. Geht auf jeden Fall wählen, informiert euch gut, was ihr wählt. Das war geil, der Move. So, jetzt hau ich mal den Jimmy noch aufs Maul.
Das war auf ihn. Ja, aber geht auf jeden Fall wählen. Entscheidet euch richtig. Ich bin der Meinung, jeder muss für sich selbst entscheiden, wen er wählt oder gegen wen er ist. Also es gibt ja natürlich die schwachen Parteien wie die NPD, die natürlich man nicht wählen sollte, aber wenn man unbedingt wählen will, soll man es tun. Sie werden auf jeden Fall nichts bringen. Ich denke mal, dass die FDP und die NPD einfach momentan so stark wurden. Man schätzt ja FDP mit 10%, was gewaltig ist. Und was ziemlich gewaltig ist, 10% für so eine Partei, die es das zweite Jahr gibt. Und überlegt euch ganz genau, wen ihr wählt, und jetzt haben wir sie fertig gemacht. Und ja, wie gesagt, am 13. März, der Bund erklärt, geht wählen, die schon 18 sind. Oder sind die sogar schon ab 16 gelandet? Ich glaube in Sachsen oder in Mecklenburg-Vorpommern sind die sogar schon ab 16. Auf jeden Fall informiert euch für Politik und gewählen. Kostet ja nichts und dauert auch in der Regel nicht lange. Wenn ihr keinen Bock habt hinzugehen zum Wahl, dann, ja, lasst euch einfach per Post, Postwahl bringen. Und ja, das sieht ziemlich gay aus von hinten, Doggy-Style-mäßig. Aha, okay, sehr interessant. Okay, lieber weg, bevor die jüngeren Zuschauer das nachmachen. Zensieren müsste man das. Nein, Spaß. Und nee, auf jeden Fall ist es sehr, sehr wichtig, wählen zu gehen. Ich denke mal, dadurch, durch die Flüchtlingslage, wird halt die NPD und die AfD halt richtig, ja, extrem sein mit diesen 10%. Aber jetzt werden wir mal ein bisschen ernster mit Flüchtlingsthema. Klar, ist scheiße gelaufen, wie es die CDU gemacht hat und die, ja, die CDU. Oh, schön. Aggressive Mädels hier. Page haut mal eine Terle aufs Maul. Wir spielen die geile Page. Aber wir gehen noch nicht nach hinten, weil wir immer diese Aggression hier. Weil dann werden wir auch nicht ausgebrannt und ich kann mit ihr machen, was ich will. Schon ein bisschen sadistisch, aber mit Spaß. Aber was ich nicht verstanden habe, ist, warum kann man dann schon klar. Man muss sie verstehen, wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr in einem fremden Land kommt und vorher die Essensvorräte gestrichen, in eurem Land ist Krieg, und wie würdet ihr euch fühlen? Wie würdet ihr euch anstellen? Klar, das, was in Köln passiert ist, tut es nicht rechtfertigen. Es waren ja nicht nur Flüchtlinge, auch viele Deutschen machen es. Also, klar gibt es böse Flüchtlinge, aber es gibt auch so böse Deutschen, wenn man sich so mal überlegt. Oh, da würde ich jetzt auch gerne. Nein, aber Spaß beiseite. Überlegt euch genau, wen ihr wählt, und überlegt einmal nicht nur oberflächlich denken, sondern versucht euch mal in die Lage von den Leuten zu versetzen. Und dann wird er auch das Richtige wählen. Ich sag immer, zu rechts ist nicht gut und zu links ist auch nicht gut. So in der Mitte. Spoiler, Spoiler. Ich hab nichts gesagt. Jetzt mag meinen Signature. Bart. So ein bisschen schon jetzt pinnen. Nee, ich glaube, wir spielen noch ein bisschen mit ihr. Auf die Arme ein bisschen. Oh, out of nowhere!
kleine Bitch. Komm her, komm her, komm her. Jetzt schmeiß ich dich vor. Europe and Japan before coming to WWE as the manager of the tag team known as the Hart Dynasty. A former Divas champion, Natalya is one of the most popular cast members of Total Divas. And you know, Michael, I love that show. Wow. So, und jetzt machen wir einen Finisher. Gute Nacht, Natalya. Träume süß. Astonishing maneuver by Paige. Paige. Wer ist denn eure so Lieblingsdiva? Natalya, Tamina, Becky Lynch, Paige? Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wer ist eure Lieblingsdiva? Und Charlotte hat sich ja ziemlich unbeliebt gemacht mit dem, was sie momentan verursacht. Wir gehen quer durch von Politik zu YouTube zu... Ja, ich weiß, meine Let's Plays sind momentan auch ein bisschen durcheinander vom Gesprächsthema. Aber hockt euch doch mal hin. Ich habe mir auch gedacht, man, warum spitzen die so eine Scheiße Elektro? Aber versetzt euch doch mal in die Lage von Let's Player. Ihr müsst zocken und noch schwitzen nebenbei, was unterhalten. Oh, was ist der Page da? Oh, ein schöner blauer Stuhl. Nein, tu das nicht, Page. Doch, tu es. Tu es, schlag. Ja, das ist der erstellte Charakter von meiner Schwester. Nicht schlecht. Krass. Sieht gut aus, ne? Ja. Ein schöner Gruß an meine Schwester, wenn sie das Video sieht. Gebt den Daumen nach oben. Und hier sieht man uns. Ein Elimination Tag Team mit dem schwarzen Walross, wie es oder. Was habe ich gesagt? Mit dem schwarzen Elefanten, Mark Henry. Und ja, vor, ich glaube, 2 oder 3 Parts war es noch unser Feind. Vielleicht wird es ja unser neuer Tag-Team-Partner. Mal schauen. Ja, auf jeden Fall schön. Mark Henry ist auch momentan ein bisschen in Abseits geraten. Also ist nicht mehr so, weiß nicht, er spielt nicht mehr so eine Rolle, gerade in WWE, nur noch so eine Nebenrolle, was ich extrem schade finde, weil es einfach ein geiler Wrestler ist, der Mark Henry so. Auch in der Phase, wo er mit Big Show zusammengekämpft hat, hier kommen wir rein. Ich finde einfach die Musik von Eric Rowan einfach geil. Ja, nee, auf jeden Fall, ich finde es schade, dass der Mark Henry so ein Hinterrolle geht, weil es ein verdammt cooler Typ ist. Und ja. Obwohl er ja letztens, glaube ich, mit den New Day zusammen gekämpft hat und abgerockt ist. Ja. Und nochmal in die Eier. Sowas wie dich nicht nochmal auf die Welt kommt. Ich will nicht. Geh weg von mir, Mann. Ja, auf jeden Fall. Wo waren wir stehen geblieben? Mark Henry ist cool. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ihr ihn mögt oder nicht. Ich finde ihn cool. Er ist auch schon ewig in der WWE dabei. Und was ich jetzt denke, ich habe schon wieder vergessen, Informationen über den nächsten Wrestling zu finden. Aber ich werde mal am Wochenende die Zeit nutzen, um ein oder zwei Wrestler mir rauszusuchen, über die ich Information durchgebe. Information. Coole Fakten und danke ich selbst irgendwie ein bisschen. Nochmal mein Dickschädel an deinem Kopf. Ja, ist ja gut. Wie aggressiv ist er, ey. So, klatschen wir mal eine Runde ab und jetzt machen wir eine schöne Team-Kombo. Schwarz. Und jetzt holen wir ihn. So gehört sie es richtig. Wir drehen mal in sein Dickface. Und dann noch ist noch dazu. Oh, was kann ich noch so sagen? Ja, auf jeden Fall.
Macht mir noch mega Spaß. Dieses Spiel, dieses Let's Play, würde ich es nennen, Gameplay, was ja immer so unterschiedlich. Hallo, warum schlägst du meinen Teamkollegen aufs Maul? Bist du schwul oder so? Kannst du aufs mir aufs Maul? Das ist mein Blutsbruder, okay? Mein Blutsbruder, dann schlägt niemand. Soll ich, angenommen, ich weiß ja nicht, man munkelt, wir machen mit Mark Henry ein Tag-Team. Was war denn das jetzt? Mr. No Days Off and ready to bring the fight to anyone in the WWE locker room. Was war denn das gerade? Da wurde der ausgezählte Dings von mir. Das ist bitter. Also denn jetzt ist Darren Young ganz alleine gegen uns und ich glaube, das wird nicht so cool für ihn. So, jetzt wechseln wir nochmal mit unserem dicken... Oh, das tut weh, das tut weh. Und dann fett los da dran. Komm, steh auf. Und Dickschädel. Hallo, wer hat dir das erlaubt? Schwule, sag du. Avoids the impact there. Quick thinking to avoid that. Mark Henry, no problem getting out of that one. Noch mal auf den Ring. Got out of the way of that one. Alter, der wehrt sich auch. And he finally gets out of the ring. So, dagegen schmeiß mal ein bisschen in die Luft. Wollte ich es eigentlich sagen, aber er wollte nicht. God, that's gotta hurt. Yeah. So. You're not doing any damage. Auf jeden Fall werde ich euch dann auch Information geben über WWE 2K17. Bin mal gespannt, wann es rauskommen wird. Wann die ersten Informationen rauskommen. Vielleicht sind ja schon Informationen rausgekommen. Könnt ihr mir dann in die Kommentare schreiben, wenn was rausgekommen ist. Und dazu könnt ihr noch schreiben, wer ist euer Lieblingswrestler. Mark Henry was an Olympic. Allgemeine Fragen könnt ihr gerne immer wieder in die Kommentare stellen und nicht vergessen zu liken, Abo dazulassen und um keinen Part mehr zu verpassen. Auf jeden Fall ist es so mein Hauptprojekt und es wird auch einige Zeit jetzt erstmal bleiben. Nächste Woche habe ich vor, wie ich es mir mal angedeutet habe, wenn es klappt, ein geiles neues Let's Play zu starten. Vielleicht ist es Ladies and gentlemen, you're watching SmackDown, the second longest running weekly episodic television program in history. Ja, wie soll man sagen? Habt ihr Angst, Michael Cole? Ja, ist gut. Ich mach nur ein bisschen den Tisch kaputt. Jetzt nehme ich, schaffen wir es, den durchzuhauen? Ja, geil. Komm. Das sah mega episch aus. Ich kann jetzt sagen, das war gewollt, aber das war doch ein bisschen cool. Oder zwar mein Segmenter. Also muss ich sagen, das war so nicht geplant. Hallo, du Fettsack. And he's heading back in. I can't blame him. Nothing good is going to happen out here on the floor. Bam. Mark Henry shows us some power. Oh, they couldn't find a home for that one. Well, it certainly wasn't due to a lack of trying, Michael. So ist richtig. Und jetzt gegen Ding. Und jetzt schlag ihn. Da komme ich halt selbst. Oh ja, jetzt wird sein Kopf zermanscht. Jetzt kommt mein Tritt. Jetzt kommt mein Tritt. 1, 2, 3. Bam. Der wird voll gefickt hier. Gefickt. Bam. Jetzt komm ich. 1. Boah. Und das ist eine Aktion von Mark Henry. Das ist eine Aktion von Mark Henry. Das ist einfach nur awesome. Die Fans sagen nicht mal, das ist awesome. Singt mit mir, das ist awesome. Mein Englisch ist schlecht. Geh mal wieder her, Bruder. Jawohl, machen Platz.
Goes on. Yeah, ich bin Michael Jackson, kann der Moonwalk, Und jetzt komme ja mein Freund. That'll take you down in a hurry. Und Gott. Wir bringen ihn zur Aufgabe. Gib auf, für Mama, gib auf, ja. Leg dich da hin, jetzt haben wir und alias Michael Jackson Mark Henry gewonnen. Wunderschöne Teamaktion. Wow. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wenn es zusammen mit der Musik von mir als Overschreiben. Sollen wir eine komplett andere Musik für die Team? Ja. Wie das Tag Team dann von Storm und von Mark Henry nehmen? Oder von. Oder was für einen Namen sollen wir nehmen? Schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr euch dieses Tag Team vorstellt und wie ich es verändern kann. Und ich hoffe, dass dieser Part hier. Und vertragen sie sich? Jawohl, jetzt geben sie sich an. Und ob ich die Outfits so ein bisschen anpassen soll. Ja, das könnt ihr mir alles in die Kommentare schreiben. Und ich verabschiede mich hier mit dem geilen Anblick hier von mir und ihm. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Und vergesst bloß nicht zu liken, zu abonnieren und zu